Engel. Hiobs Botschaft. Brandland. Jubiläumsausgabe. Dritte überarbeitete Neuauflage 2004. Geschrieben von Severin Rast und Oliver Hoffmann. Erschienen bei Feder und Schwert. Gelesen von Mario und Koali. Kapitel 6. Nein, was der Mensch tut, das vergilt er ihm. Nach eines jeden Verhalten lässt er es ihn treffen. Nein, wahrhaftig nie tut Gott Unrecht, und der Allmächtige beugt nicht das Recht. Hiob, Kapitel 34, Verse 11 und 12. Irene hatte nach Kaliels traurigen Worten im Wald befürchtet, der Engel würde nun jedes Interesse am Leben und an der Welt rings um ihn herum verlieren und sich ganz und gar in sich zurückziehen. Aber genau das Gegenteil sollte geschehen. Es war ihm ernst mit seinem neuen Namen. Jedes Mal, wenn ihn jemand mit Kaliel anredete, antwortete er mit dem immer gleichen Worten: Ich heiße Hiob. Er wollte auch nicht mehr als Engel bezeichnet werden und bestand darauf, wie ein einfacher Gast behandelt zu werden. Andererseits nahm er jetzt regeren Anteil am Leben der Familie. Immer wenn es ihm wieder ein wenig besser ging, war er begierig darauf, einen neuen Handgriff zu lernen, eine neue Aufgabe zu übernehmen. Und auch wenn er viele Dinge etwas umständlich anfing, war er doch geschickt und lernte sehr schnell. Er half die Stube sauber zu halten und lernte nähen, als sie ihm endlich den Verband von seiner linken Hand abnehmen konnten. Er bestand auch darauf, dass Marie ihm das Kochen beibrachte. Abends erzählte er Dominik Geschichten aus der Zeit, bevor die Engel vom Himmel herabgekommen waren, und meist nahmen sich Marie und Irene irgendeine Handarbeit und setzten sich dazu. Die Dorfbewohner wollten sich jedoch nicht so recht an die neue Situation gewöhnen. Irene merkte sehr wohl, dass das Misstrauen in Valenkas wuchs. Die Leute bekamen Kaliel, Hiob, nicht oft zu Gesicht und sprachen noch viel seltener mit ihm. Einerseits wusste Irene, dass sie sich immer noch scheute, mit ihm unter Leute zu gehen. Andererseits hatte Hiob anscheinend auch kein besonderes Interesse, die anderen Dorfbewohner von Valenkas kennenzulernen. »Sie nennen ihn jetzt den gefallenen Engel«, berichtete ihr ihre stets gut informierte Schwägerin Pauline. »Oder einfach nur den Gefallenen. Und Renard erzählt, da wären noch mehr Dämonen gewesen als die beiden, die wir tot im Wald gefunden haben. Und jetzt fragen sich manche Leute, warum die Höllenbrut ihn verschont hat.« »Renard ist ein Schwachkopf«, antwortete Irene ihr böse. Ich weiß«, beschwichtigte Pauline. »Ich erzähle dir ja auch nur, was er gesagt hat. Weißt du, ich glaube ja auch nicht, dass dein Engel böse ist, Irene. Im Gegenteil, ich denke, er ist ein Geschenk Gottes an unser Dorf und du solltest ihn nicht immer nur ganz alleine in Beschlag nehmen.« »Ach, Pauline, er ist doch immer noch nicht gesund. Und außerdem scheint er sich bei uns wohl zu fühlen. Ich glaube, er will einfach nur in Ruhe gelassen werden.« »Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Es muss doch einen Sinn haben, dass der Herr ihn zu uns nach Valenkas geschickt hat. Der Herr hat ihn nicht hierher geschickt. Es war einfach Zufall, dass ausgerechnet ich ihn im Wald gefunden habe. Er hätte nach seiner Verwundung auch ganz woanders abstürzen können.« Damit beendete Irene abrupt das Gespräch. Sie hoffte, dass Pauline nicht gemerkt hatte, wie wenig sie selbst daran glaubte, was sie sagte. Auch sie konnte das Gefühl nicht unterdrücken, dass es einen Sinn haben musste, dass der Engel in Valenkas war. Hiob stellte fest, dass es ihm bei diesen einfachen Leuten gefiel. Wirklich gut gefiel. Im Himmel hatte er immer seinen Platz gehabt, eine Nische, in die nur er hineingepasst und die er genau ausgefüllt hatte. Seine Aufgaben als Engel hatten ihn voll und ganz in Anspruch genommen. Hier aber war das anders. Er war vom Himmel zwischen diese Menschen gefallen, in eine Gemeinschaft, in der eigentlich überhaupt kein Platz für ihn war. Und dennoch hatten sie ihn aufgenommen. Sie veränderten sich und machten Platz für ihn, und er veränderte sich auch. Es gefiel ihm, sich zu verändern. Er mochte es, die raue, leinige Fischerkleidung zu tragen und kleine, nützliche, alltägliche Fertigkeiten zu erlernen.
Und auch wenn er tief in seinem Inneren spürte, dass das Schicksal nicht nur Gutes für ihn bereithielt, war er neugierig auf alles, was noch passieren mochte. Er musste eine ganze Weile so versonnen dagesessen haben, denn er hatte die Kinder, die ihn von jenseits des Gartenzauns anstarrten, vorher nicht bemerkt. Es war ein Junge und ein Mädchen. Er hatte sie schon ein- oder zweimal mit Dominik spielen sehen, aber er kannte ihre Namen nicht. Er hatte im Garten vor dem Haus Unkraut gejätet und war dabei in Gedanken versunken. Jetzt stand er auf und ging zum Zaun hinüber, an dem die beiden Kinder standen. Sie ließen den Maschendraht los, als er näher kam, und wichen ängstlich ein paar Schritte zurück. Hiob lächelte sie an. »Ihr müsst doch keine Angst vor mir haben.« »Hast du an den Himmel gedacht?«, fragte das Mädchen und sah ihn aus großen Augen an. Hiob lächelte wieder und schüttelte traurig den Kopf. Er wollte die beiden Kinder gerade fragen, was ihnen durch den Kopf ging, wenn sie im Garten arbeiteten. Da packte der Junge seine Schwester plötzlich an der Hand und sie wandten sich auf der Stelle um und liefen zwischen den Häusern davon. Später, als Hiob mit der Gartenarbeit fertig war und in den Wellblechschuppen hineinging, um die Hacke zurückzustellen, entdeckte er dort Irene. Sie kauerte in einer Ecke über ein langes Bündel gebeugt, aus dem er den matten Schaft seiner Lanze hervorschimmern sah. Als er aus seiner Bewusstlosigkeit erwacht war, hatte sie ihm davon erzählt, die Leute von Valenkas seine Waffe vorsichtig hierher gebracht hatten. Doch hatte er nie nach der Lanze gesehen. Eigentlich hatte er sie in den letzten Wochen fast vergessen. Irene hatte ihn noch nicht bemerkt, und er blieb regungslos in der Tür des Schuppens stehen und beobachtete sie. Sie trug heute ein rostrotes Kleid, das gut zu ihrem etwas dunkleren, rotbraunen Haar passte. Er konnte ihre rechte Hand sehen, die leicht auf dem gummiumwickelten Schaft der Lanze lag. Trotz der vielen Arbeit hatte Irene schmale, feingliedrige Hände mit langen Fingern. Als er zum ersten Mal ihre zarte Hand in die seine genommen hatte, war er überrascht gewesen, wie fest und schwielig ihre Handflächen waren. Er war mit den Fingern über jede einzelne Schwiele gefahren, bis Irene gelacht und verschämt ihre Hand weggezogen hatte. Leise trat Hiob in den Schuppen und stellte die Hacke an die Wand. Irene fuhr zusammen und drehte sich um. »Hiob!« »Was tust du denn da?« »Ich wollte dich eigentlich suchen, und dann habe ich deine Lanze hier liegen sehen und dachte, es wäre gut, mal nach ihr zu schauen. Es ist feucht hier draußen im Schuppen, weißt du?« Unwillkürlich wich Irene an die Wand hinter ihr zurück, als Hiob auf sie zutrat. »Diese Lanze rostet nicht. Weder Regen noch Meerwasser, noch das schwarze Blut der Traumsaat können ihr etwas anhaben. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen.« Er bückte sich und griff nach dem mattschwarzen, schimmernden Schaft. Die Klinge glänzte so sehr, dass er sich darin spiegelte. Er drehte die Waffe so, dass die Spitze Irenes Gesicht reflektierte. »Siehst du?« sprach er und blickte in die Augen ihres Spiegelbilds. »Man sieht ihr das Alter nicht an.« Einen Moment schwiegen sie beide. Dann wickelte Hiob die Waffe wieder in die Jutesäcke und warf sie auf den Stapel mit den Zaunpfählen zurück. »Viele Engel haben schon mit ihr gekämpft, und viele Dämonen des Herrn der Fliegen sind schon durch sie vernichtet worden.« Er schüttelte verärgert den Kopf. »Pack sie besser nicht noch einmal aus.« Er drehte sich um und stapfte ohne ein weiteres Wort aus dem Schuppen. Irene funkelte Marie wütend an. Es war nicht das erste Mal, dass ihre Mutter davon anfing. »Ich bin doch nicht blind, Kind. Und ich will dir auch bestimmt nichts vorschreiben, dazu bin ich viel zu alt und viel zu dickköpfig. Aber ich sehe, was ich sehe, und ich sage nur, du sollst vorsichtig sein.« »Mutter, Hiob ist ein Engel. Das ist doch vollkommen absurd. Außerdem ist er viel zu jung.« Ihre Mutter hob skeptisch eine Augenbraue. »Zu jung?
Woher weißt du, wie alt Hiob ist? Wir wissen nur, wie alt er aussieht, aber er könnte genauso gut 100 Jahre alt sein. Nein, das kann er nicht. Er hat mir von seiner Freundin aus seinen Kindertagen erzählt. Sie war bis zum Angriff der Traumsaat-Begine in Cluny. Ach, im Kloster wird man uralt, Kind. Hiob gehört nicht hierher. Du weißt das und er weiß es auch. Er kann in Valenkas bleiben, solange er möchte. Oh ja, das soll er auch. Ich werde es ihm ganz sicher nicht verbieten. Es ist ja dein Haus. Jawohl, es ist mein Haus, zischte Irene und ließ ihre Mutter allein am Herd stehen. Draußen regnete es heftig und so blieb sie in der offenen Tür stehen und starrte in den wolkenverhangenen Himmel. Marie gab sich keine Mühe, die Diskussion fortzusetzen und klapperte stattdessen mit den Töpfen. Irene wollte sich nicht vor ihrer Mutter rechtfertigen müssen. Sie hatte sich nichts vorzuwerfen. Sie kümmerte sich gut um Haus und Hof und Dominik ging es gut. Ja, Kaliel war ein Engel gewesen, ein Wesen aus einer anderen Welt, mit anderen Aufgaben und anderen Bindungen. Sie hatte ihn von Anfang an gemocht, aber es hatte immer den Anschein gemacht, als sei er nicht ganz da. Seit er Hiob war, war das anders. Ihm fühlte Irene sich nah, er stand mit beiden Füßen auf dem Boden der Tatsachen und wirkte wie ein Wesen aus Fleisch und Blut. Schließlich wurde es Sommer. Die Abende waren wieder heller und wärmer geworden. Und es regnete nicht mehr so oft. Hiob ging jetzt jeden Abend mit Irene hinauf auf die Weide zu den Kühen. Tagsüber hatten sie oft unterschiedliche Arbeiten zu erledigen und sahen einander nicht viel. Aber am Abend gingen sie nach dem Essen immer gemeinsam durch den Wald zur Weide, um nach dem Vieh zu sehen. Irene hatte versucht, Hiob das Melken beizubringen, aber er schien ein hoffnungsloser Fall zu sein. So geschickt er auch sonst war und so gut er sich auch mit den Kühen einstellen konnte, das Geheimnis des Melkens schien ihm verwehrt zu bleiben. Also molk Irene die Tiere und Hiob kümmerte sich um andere Arbeiten. Er mistete den Stall aus, füllte die Tränke nach und kümmerte sich um kleinere Reparaturen an den Zäunen. Oft blieben die beiden jetzt nach getaner Arbeit noch eine Zeit lang auf der kleinen Bank vor dem Stall sitzen und sahen zu, wie die Sonne als großer, roter Feuerball aus den Wolken sank und hinter den dunklen Bäumen verschwand. Heute hatten sie den ganzen Abend kein einziges Wort miteinander gesprochen. Und dennoch fühlte Irene sich Hiob an diesem Abend besonders verbunden. Sie schienen sich gänzlich ohne Worte verständigen zu können. Er schien genau zu merken, wann sie mit einer Kuh fertig war oder wann sie Hilfe mit dem Melkkannen gebraucht hatte. Ein heftiger Sturm 2 Tage zuvor hatte das Gatter beschädigt und ein Scharnier losgerissen. Hiob hatte Werkzeug mit heraufgebracht und den Schaden behoben. Als sie wieder im Dorf ankamen, ging er noch kurz in den Schuppen, um die Werkzeugkiste zurückzustellen. Irene folgte ihm. Er hatte die Petroleumlaterne über der Werkbank angezündet und legte Zangen, Hammer und Schraubenzieher sorgfältig wieder an ihre Plätze zurück. Die gebräunte Haut seiner Hände leuchtete warm im Lampenschein. Irene konnte nur die verbrannte Seite seines Gesichts sehen. Die Narben glänzten kaum noch und hatten schon fast wieder seine normale, gesunde Gesichtsfarbe angenommen. Die Unregelmäßigkeit der Narben ließ ihn älter aussehen, als er war. Irene erinnerte sich an den letzten Streit mit ihrer Mutter und fragte sich, wie alt Hiob wohl wirklich war. Sein blondes Haar fiel ihm mittlerweile fast bis auf die Schultern. Er hatte sich daran gewöhnt, es mit einem kleinen Ruck seines Kopfes aus dem Gesicht zu werfen. Aber es fiel fast immer wieder zurück, besonders wenn er arbeitete. Immer wenn sie ihm dabei sah, verspürte Irene den Impuls, zu ihm hinüberzugehen und ihm das Haar aus dem Gesicht zu streichen. Auch jetzt wäre sie am liebsten von hinten an ihn herangetreten, hätte sich an seinen Rücken gelehnt und den Kopf auf seine Schulter gelegt. Es war seltsam, wie viel Ruhe und Kraft er ausstrahlte, obwohl er eher schmal und nicht besonders groß gewachsen war.
Er stellte den Werkzeugkasten jetzt auf ein Regal und wandte sich zu ihr, um sie anzusehen. »Ich sollte dir die Haare schneiden«, sagte sie unvermittelt und lächelte ihn an. »Meinst du, das würde besser aussehen?« »Oh, die langen Haare stehen dir auch sehr gut, aber kurzes Haar ist viel praktischer.« »Du trägst dein Haar doch auch lang.« Irene lachte auf. »Ja, das stimmt. Aber meins ist so lang, dass ich es mit einem Band zusammennehmen und hochstecken kann. Und außerdem bin ich eine Frau.« »Ich habe auch schon sehr viele Männer mit langem Haar gesehen.« »Aber doch nicht hier in Valenkas, oder?« »Die meisten Männer hier sind Fischer, und die viele Zeit auf See ist gar nicht gut für ihr langes Haar. Aber du würdest auch mit kurzem Haar und Fischerkittel immer dazwischen auffallen.« »Ja, ich weiß.« Job blickte zu Boden. Irene trat auf ihn zu und nahm seine Hand. »Aber das ist doch nichts Schlimmes. Mir gefällst du sehr gut, so wie du bist.« Er drückte ihre Hand und sah sie an. Sie konnte fühlen, wie sein Blick über ihr Gesicht glitt, langsam jede Unebenheit, jede Sommersprosse aufsog und schließlich an ihren Augen hängen blieb. »Ja«, wiederholte sie mit fester Stimme, »du gefällst mir sehr gut.« »Du gefällst mir auch gut.« Er hatte seine Arme leicht um ihre Taille gelehnt. Ihre Gesichter berührten sich fast. »Ich habe das Gefühl, noch nie jemanden so gut gekannt zu haben wie dich, Irene.« Laute Rufe und Hufschlag rissen sie jäh in die Realität zurück. Mit einem Mal erscholl von überall her Lärm. Menschen schrien und über allem erhob sich eine raue, laute Stimme. »Im Namen der angelitischen Kirche fordert Komteur Eliphas hiermit den Kirchenzehnten ein. Kommt aus euren Häusern, Leute, und leistet keinen Widerstand gegen die Gewalt des Herrn!« Irene und Hiob hatten noch keine Zeit gehabt, sich zu rühren. Da wurde auch schon die Schuppentür aufgerissen, und ein großer Mann in einer schwarzen, ölig glänzenden Rüstung grinste sie an. »Na, ihr Turteltauben, raus mit euch und holt eure Kinder! Der Komtur wünscht, sie zu sehen!« Der Krieger trug eine Fackel in der rechten und ein gewaltiges Breitschwert an der Seite. Mit der freien Hand winkte er sie aus dem Schuppen. Draußen zwischen den Häusern drängten sich weitere Krieger auf ihren Pferden. Alle trugen Fackeln und waren bis an die Zähne bewaffnet. Andere waren abgestiegen und holten Leute von Valenkas aus ihren Häusern. Die meisten Dorfbewohner hatten sich schon auf dem Dorfplatz versammelt. Die Familien standen ängstlich zusammengedrängt. Auch Marie und Dominik waren schon da, als Hiob und Irene eintrafen. Als Irene festgestellt hatte, dass niemand mehr im Haus war, wäre sie vor lauter Angst um ihren kleinen Sohn und ihre Mutter fast zusammengebrochen. Aber Hiob hatte sie an dem Arm genommen und ihr Mut gemacht. Dann waren sie beide zum Dorfplatz geeilt. Irene schloss Dominik, der sich ängstlich an Maries Schürze geklammert hatte, schluchzend in die Arme. Komtur Eliphas war ein hagerer Mann mit buschigen Augenbrauen. Er hatte seinen prächtigen Rappen in die Mitte des Dorfplatzes gelenkt und beobachtete schweigend, wie die Beutereiter die Bewohner von Valenkas zusammentrieben. »Sie sind alle versammelt, Komtur«, meldete einer der Soldaten. »Sehr gut.« Eliphas Stimme war ruhig und nicht besonders laut. Er war es gewöhnt, dass man ihm zuhörte. »Wer ist der Älteste in eurem Dorf?« Der alte Nikolas löste sich zögernd von seiner Familie und trat vor. »Ich, Herr.« »Nikolas Herget.« »Gut, Nikolas Herget. Du weißt ja sicher, warum wir hier sind. Und du weißt gewiss auch, dass es eure heilige Pflicht ist, der Kirche den 10. Teil eurer Kinder zu übergeben. Aber die angelitische Kirche ist voller Gnade und nimmt sich weniger, als ihr zusteht. Also sagt deinen Leuten, sie sollen ihre Kinder vorzeigen. Der Herr wird mich wissen lassen, welche unter ihnen seine Auserwählten sind. Es wird ihnen nicht schlecht ergehen. Der Herr sorgt für die Seinen.« Mit diesen Worten stieg Eliphas ab und warf die Zügel einem seiner Männer zu.
Er zog die schwarzen Lederhandschuhe aus und steckte sie hinter den breiten Gürtel. Mit hinter dem Rücken verschränkten Armen baute er sich vor den Dorfbewohnern auf, die verzweifelt ihre ängstlich dreinblickenden Kinder umklammerten. »Ihr habt den ehrwürdigen Herrn Komtur gehört, Leute«, rief Nikolas und trat zu seiner eigenen Familie zurück. Irene konnte sehen, dass er weinte, als er seine Enkel nach vorn in den Fackelschein schob. »Ich will dich nicht verlieren«, schluchzte sie und schlang die Arme um ihren Sohn. Hiob legte ihr die Hand auf die Schulter. »Das wirst du auch nicht, nicht, wenn ich es verhindern kann. Aber jetzt ist es besser, wenn du gehorchst. Komm, Irene, lass mich mit Dominik nach vorn gehen.« »Nein, ich komme mit«, antwortete sie und sah ihn entschlossen an. Er lächelte und gemeinsam traten sie mit Dominik aus den Schatten.